19.30 Uhr. Wir starten pünktlich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste, es ist mir eine wirklich große Freude, Sie heute zu dieser Ringvorlesung zu begrüßen und Ihnen unseren Sprecher kurz in wenigen Minuten vorzustellen. Mein Name ist Karin Schumacher, ich bin Prorektorin zurzeit und wenn ich das nicht bin, dann bin ich Professorin für Zellbiologie am Center for Organismal Studies und dort bin ich eine langjährige Kollegin von unserem Sprecher Markus Koch und ich habe daher die Frage, ob ich diese Aufgabe, diese Einführung machen möchte, spontan gesagt, ja, sehr gerne und das sage ich mit voller Überzeugung, weil wir wirklich eine lange und mehrfach sich begegnende Geschichte miteinander haben. Zur Ringvorlesung. Nach dem Krieg in der Ukraine, Lebens- und Bildungskrisen, Stress und Resilienz, heute ein weiteres, nicht so ganz leichtes Thema, Klimawandel und die mit ihm verknüpfte Bedrohung der Biodiversität. Diese Ringvorlesung fragt zu Recht, sind wir krisenfest? Professor Markus Koch wird in seinem Vortrag der Frage nachgehen, was die Haupttreiber des Artensterbens sind und wie der Klimawandel zu dieser sich immer schneller vollziehenden Entwicklung beiträgt. Das sind hochaktuelle Themen, zu denen man einiges hört und liest und leider muss ich sagen, nicht immer aus so berufenem Mund wie heute Abend. Lassen Sie mich das mit dem Blick auf den wissenschaftlichen Werdegang von Markus Koch belegen. Er hat sich von Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere an mit der sehr grundlegenden Frage nach den Prozessen der Artbildung, also genau das Gegenteil, der Anfang vom Artensterben ist ja die Artbildung, zunächst müssen sie entstehen, diese Arten, beschäftigt und hat das in kleinen Populationen bis hin zu kompletten Pflanzenfamilien untersucht. Er hat nach dem Studium der Biologie an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Botanischen Garten, wer schon mal in Osnabrück war und den Botanischen Garten kennt, weiß, das ist ein ganz besonders schöner Arbeitsplatz. Dort hat er sich der damals noch in den Kinderschuhen steckenden sogenannten molekularen Systematik zugewandt. Was hat es jetzt auf sich mit der molekularen Systematik? Nun, Systematik generell hat ja das Ziel, die Vielfalt des Lebendigen zu erkennen, zu beschreiben und zu benennen. Und natürlich nach den Verwandtschaftsbeziehungen zu ordnen. Die molekulare Systematik liest dabei direkt die Erbinformationen der Organismen, sodass sich Verwandtschaftsverhältnisse auch dann noch bestimmen lassen anhand der DNA-Sequenz, wenn sie durch Anpassungen an unterschiedliche Umweltbedingungen äußerlich manchmal nur noch schwer zu erkennen sind. Und die Analyse der Erbinformationen bietet einen nahezu lückenlosen Blick in die Vergangenheit. Veränderungen der Erbinformationen erfolgen kontinuierlich. Das heißt, ein Genom ist immer ein Speicher von Informationen der Vergangenheit. Zurück zur Vita von Markus. Nach seiner Promotion ging er ans Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln mit dem Ziel, dort seine molekulargenetische Expertise weiter auszubauen. Dort haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt und wir waren dort für einige Monate Kollegen. Ist lange her, ich erinnere mich trotzdem ganz gerne an diese Zeit. Von Köln ging es mit einer Zwischenstation am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, dann für Markus nach Wien an die dortige Universität für Bodenkultur, kurz auch BOKU genannt. Dort hat er sich 2002 habilitiert und wurde zum außerordentlichen Professor ernannt. Ordentlicher Professor, gar Ordinarius, wurde Markus dann 2003 hier an der Ruperto Carola. Er ist also, wie unser Rektor sagen würde, ein alter Hase.
Neben seiner Professur hütet Markus als Direktor zwei Heidelberger Schätze, würde ich sagen. Den Botanischen Garten, den er durchaus robust und krisenfest gegen alle Platzansprüche der umliegenden Kliniken und Institute verteidigt. Und wenn Sie den Botanischen Garten kennen, dann schließen Sie sich meinem Dank dafür an ihn sicherlich auch an. Und das andere ist das Herbarium. Und dieses Herbarium ist ein Schatz, der vielleicht ein bisschen weniger sichtbar und bekannt ist. Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie diese sich rasant entwickelnden Methoden der Genomsequenzierung es uns heute ermöglichen, aus diesen Herbariumsexemplaren die genetische Information auch zu extrahieren, dann ist das ein ungeheurer Schatz an Informationen, den wir da zur Verfügung haben. Und auch da ist Markus ein echter Hüter dieses Schatzes. Unsere zweite Phase als Kollegen begann 2007, als ich mich bei ihm als Direktor des damals Heidelberger Instituts für Pflanzenwissenschaften beziehungsweise bei der Fakultät um eine Professur bewarb, und die durfte ich dann auch 2008 antreten, und seitdem sind wir Kollegen, zunächst im Heidelberger Institut für Pflanzenwissenschaften und seit 2011 dann am Center for Organismal Studies. Und so wie es aussieht, ist das auch unser gemeinsamer Heimathafen für den Verbleib unserer akademischen Jahre. Am Heimathafen klingt schön, leider sind wir aber gar nicht so oft zur gleichen Zeit im Hafen, denn Markus ist ein viel gefragter und viel reisender Kollege. Forschungsreisen und Exkursionen führen ihn in die ganze Welt, während ich mehr Zeit im Labor verbringe. Die ganze Welt, denn für ihn ist die Frage, wie Klimaänderungen in der erdgeschichtlichen Vergangenheit zur Artbildung beigetragen haben, ja die zentrale Frage. Und da ist die Natur nun mal das beste Labor. Für Markus sind neben sogenannten lebenden Fossilien wie dem Ginkgo in China, der Welwitschia in der Namib oder Extremisten wie den Tilanzien in der Atacama auch eher unscheinbare heimische Pflanzenarten wie das Löffelkraut oder die Alpengänsekresse Objekt seiner Forschung. Und zentral ist immer die Frage nach der Artbildung in Zeit und Raum. Und ich denke, wir werden in seinem Vortrag darüber einiges lernen. Markus und seine Mitarbeiter erfassen dabei nicht nur Genomdaten, sondern auch die Umweltparameter am jeweiligen Standort. Die sind heute für die Artbildung relevant, und mit diesen Daten können Markus und seine Mitarbeiter rekonstruieren, wie die Umwelt in der erdgeschichtlichen Vergangenheit ausgesehen haben muss. Denn nur so lassen sich diese evolutionär-biologischen Prozesse ja verstehen. Bei einem Forschungsthema, was von so hoher gesellschaftlicher Relevanz ist, trifft es sich sicherlich mehr als gut, dass Markus nicht nur Lehrer und Forscher, sondern auch ein engagierter Wissenschaftskommunikator ist, wie man heute sagt. Zahlreiche Vorträge für die Öffentlichkeit, so wie heute, aber auch sein langjähriges Engagement für die junge Universität möchte ich an dieser Stelle als Belege nennen. Mit seinem heutigen Vortrag wird Markus anhand von Beispielen aus seiner Forschung Strategien der Pflanzen zur Bewältigung klimatischer Veränderungen vorstellen. Nun sind Klimawandel und Artensterben Themen, denen wir höchstwahrscheinlich weder global noch vor der eigenen Haustür entgehen können. Aber als Lebewesen, die anders als wir nicht davonlaufen können, sind Pflanzen mit einer Plastizität und Robustheit ausgestattet, dem ich dennoch immer wieder verhalten optimistisch stimmt. Mit diesen Worten möchte ich schließen, lieber Markus. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und bin gespannt, was es für aktuelle Beispiele gibt. Ja, liebe Karin, herzlichen Dank für diese sehr umfassende und sehr nette Einführung. Und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur das Co-Referat, weil im Prinzip hast du den Rahmen schon gesagt.
Den werde ich versuchen, mit einigen Beispielen weiter auszuführen. Ich werde immer wieder auf meine eigene Forschung, auf unsere Forschung, das sind natürlich Teamarbeiten, zurückkommen, komme aber nicht drum herum, meine Begeisterung für Forschung ein bisschen hintanzustellen und trotzdem die Situation zu versuchen, einmal darzustellen, wo wir im Bereich auf die Gefährdung der pflanzlichen Vielfalt auch im Hinblick auf den Klimawandel stehen. Am Anfang möchte ich nochmal vorwegschicken, und Karin Schumacher hat das auch richtig eingeführt, eigentlich habe ich gestartet als jemand, der begeistert ist mit pflanzlicher Vielfalt ist und verstehen will, wie sie entstanden ist, wie sie zu gruppieren ist, wie die evolutionären Prozesse sind. Und damit bin ich im weitesten Sinne Evolutionsforscher auf verschiedenen Skalen. Heute kann ich konstatieren, es gibt kaum ein Forschungsprojekt, wo wir nicht ganz massiv mit Klimawandel und deren Auswirkungen in allen Projekten konfrontiert sind. In verschiedenen Dimensionen, das eine oder andere werde ich gleich mal darstellen. Also was ich heute Ihnen versuche darzustellen, ist zunächst mal den globalen Rahmen, den nationalen Rahmen, in dem das Artensterben der pflanzlichen Vielfalt zurzeit abläuft. Ich versuche auch darzustellen, inwiefern der Klimawandel ein primärer Treiber ist. Und wir werden sehen, das ist gleichzeitig gute Nachricht wie schlechte Nachricht. Es ist nicht nur der Klimawandel und gegebenenfalls auch gar nicht die treibende, noch nicht die treibende Kraft. Und Sie werden auch sehen, das ist positive und negative Nachricht in einem. Ich komme da nicht drum rum, und das ist ja einer der Kerne, die Anpassungsstrategien oder einige wenige Anpassungsstrategien von Pflanzen mit einigen Beispielen zu erklären und dann einige Konsequenzen vor allen Dingen auch in der Landschaft weiter ausführen. Ausblick, Fazit bleibt kurz. Ich stehe hier zwar als Fachwissenschaftler, kann Ihnen aber keine umfassende Antwort geben und auch keine umfassende Lösung. Und ich pendel selbst zwischen Optimismus und Pessimismus. Und es wird an uns allen hängen, wie wir die Situation, wie viele andere Krisen, wie wir sie bewältigen. Also werde ich viele Bilder zeigen, ich werde viel mit Bildern arbeiten und Geschichten erzählen. Ich werde wenig Meinung darstellen, also meine eigene Meinung. Ich werde versuchen, das immer entlang von wissenschaftlichen Daten, Fakten aufzuzeigen. Aber ich werde selten sie mit ganz vielen Einzeldaten und Zahlen traktieren. Starten möchte ich mit diesem Bild. Sie sehen auf der einen Seite eine Naturlandschaft und auf der anderen Seite eine Kulturlandschaft, hier die Schwäbische Alb in der Nähe des Naturschutzzentrums in Schopfloch. Ich habe einige regionale Beispiele genommen, also dass Sie immer einen guten Bezug haben, den Sie selbst in Ihre Alltagserfahrung einbauen können. Der Verlust pflanzlicher Vielfalt, welche Landschaften sind eigentlich mehr betroffen? Naturlandschaften oder Kulturlandschaften? Wenn wir uns die Bilder anschauen, diese Bilder sind nicht neu, die sind 10, 20 Jahre alt, wie die Landschaft degradiert, das sehen wir sowohl in den Tropen als auch in Mitteleuropa. Auf der linken Seite sehen Sie degradierte primäre Regenwälder und diese kleinen schwarzen, kleinen weißen Punkte, das ist Viehhaltung aus der Luft in Brasilien. Auf der rechten Seite typische Bilder einer mitteleuropäischen, weit ausgeräumten, strukturarmen Kulturlandschaft. In beiden ist das Artensterben, auch insbesondere der Pflanzen, natürlich ungebremst. Und die Bilder ähneln sich. Die weltweite Vielfalt der Pflanzen, die kann man berechnen, quantifizieren. Man muss nicht alles kennen. Man kann auch das, was man nicht kennt, extrapolieren und kommt dann auf so eine globale Biodiversitätskarte der pflanzlichen Vielfalt. Und da sehen Sie alle Bereiche, alle Gebiete, die rot, dunkelblau sind. Das sind die Gebiete auf der Erde mit der höchsten biologischen Vielfalt. Und das sind vor allen Dingen die Tropen. Ob das jetzt Mittel- und Südamerika ist, die tropischen Regionen, ob das Afrika ist oder Südostasien, das sind die Haupthotspots der pflanzlichen biologischen Vielfalt. Es gibt natürlich weitere, wie Südafrika, wie den Kaukasus, Teile des Mittelmeerraums,
aber letztendlich befinden wir uns hier in den großen tropischen Ökosystemen. Und das spiegelt sich natürlich auch in dem Anteil der bedrohten Arten in den Tropen versus Nicht-Tropen wieder. Und das habe ich hier mal mit einigen wenigen Zahlen mitgebracht. Wenn Sie zum Beispiel mit den ersten Balken auf der linken Seite sich die Pflanzen anschauen, dann sehen Sie, dass in den Tropen nahezu 47% aller Arten gefährdet sind und in der restlichen Welt nur 25. Das bezieht sich jetzt auf die Artenzahlen und Sie sehen dieses Signal, dass in den Tropen der größere Teil der Arten gefährdet ist als in dem Teil der restlichen Welt, zieht sich durch nahezu alle Organismengruppen. Daraus ergibt sich dann natürlich, dass die Bedeutung zunächst mal, das Artensterben zu stoppen, hier ist das mit Conservation Need beschrieben, in den tropischen Regionen am höchsten ist und sich dann, je nachdem in welchen Regionen wir uns befinden, dann wieder abnimmt. Also da wäre Deutschland, Mitteleuropa, steht hier mit 5 Lowest. Lowest heißt nicht niedrig. Innerhalb dieser Skala bedeutet das gegebenenfalls die niedrigste Notwendigkeit. Aber die Begriffe fangen da alle schon an, nicht mehr richtig zu passen. Das werden wir nachher sehen. Notwendig ist es überall. Es ist nur etwas weniger. Jetzt muss ich den Begriff notwendig eigentlich vermeiden. Den darf ich gar nicht sagen. Dringend auch nicht. Also spontan fällt mir da kein deutsches Wort ein, was ich jetzt in diesen Satz bringen könnte, um es nicht zu verharmlosen. Eigentlich ist die Skala so nicht mehr für uns kommunizierbar. Die biologische Vielfalt, und jetzt versuche ich das mal mit Worten zu vermitteln und das so ein bisschen in Zahlen zu bringen, kann man recht gut darstellen, wenn man die Artenzahlen auf Regionen runterbricht und dann versucht, eine Funktion, eine Gerade aufzutragen durch alle Punkte, alle Regionen, wie groß sind die Regionen und wie viele Arten sind in diesen Regionen. Und daraus kann man eine Funktion machen und dann kann man fragen, ich bin in einer bestimmten Region mit einer bestimmten Größe, wie hoch ist die Abweichung dann vom Mittelwert, was würden Sie erwarten, wie viele Arten da sind. Und das wäre dann die entsprechende Artenvielfalt bezogen auf eine Fläche. Und da sehen Sie, dass, jetzt muss ich mal schauen, ob ich mit der Maus da, mit dem Zeiger da hinkomme. Ne, sieht man hier natürlich leider nicht. Muss ich das doch so machen. Da ist Deutschland mit dem Wert von minus 0,2. Das heißt, Deutschland hat mit so einem numerischen Wert minus 0,2 weniger Biodiversität als im globalen Durchschnitt. Das ist die normale biologische Vielfalt. Es gibt viele Länder, die haben eine geringere Biodiversität. Es gibt andere Länder, die haben natürlich eine viel höhere. Das heißt, es gibt global ganz starke Gradienten der biologischen Vielfalt. In vielen Ländern gibt es bestimmte Arten, mit denen der Verlust der biologischen Vielfalt als Flagship Species verbunden wird. Und ich habe das hier mal angedeutet, weil es gibt eine ganze Reihe von Tierarten, die für das Artensterben stehen. Der Jaguar, hier Beispiel Costa Rica, Adler und Hamster vielleicht in der Bundesrepublik oder der Eisbär eben in Grönland. Mit Pflanzen wird das schwierig. Wir haben wenig Beispiele für Pflanzen, die wir als bedrohte Arten direkt in der Kommunikation wahrnehmen und die wir vermitteln. Vielleicht der Frauenschuh, so eine Orchidee. Die meisten werden diese Arten kennen. Eine sehr attraktive, großblütige Orchidee in Mitteleuropa, die auch weitestgehend ausgestorben ist. Für die biologische Vielfalt, und das ist jetzt hier eine vergleichsweise wichtige Darstellung, auch für die Kommunikation, der Vereinfachung, was eigentlich die globalen Krisen treibt, die wir momentan vor uns sehen. Da ist hier vor vielen Jahren eine Studie erschienen in Nature, die hat versucht, die planetaren Leitplanken zu definieren für eine Reihe von Faktoren,
wie zum Beispiel Klimawandel, wie zum Beispiel die Versauerung der Ozeane. Gerade ist die zweite Konferenz zum Schutz der Ozeane, die gerade stattfindet. Das ist die Solarstrahlung, Abnahme der Ozonschicht. Das ist aber auch die Überdüngung unserer Landschaft mit Stickstoff und Phosphat. Und wenn Sie sich das anschauen, dann zeigt Ihnen die linke Abbildung drei richtig rote Balken, die aus diesem grünen Kreis schon dramatisch herausragen. Das ist der Klimawandel, also Climate Change, das ist Stickstoff und das ist die biologische Vielfalt. Also drei Kennzahlen auf dieser Erde, die schon 2009 jenseits jeder planetarer Leitplanken herausgebrochen sind. Und das ist vor allen Dingen der Klimawandel, wo wir versuchen, die Ziele zu setzen, 1,5-Grad-Ziel, 2,5-Grad-Ziel mit den verschiedenen Szenarien. Das gilt aber auch, und das sind eben diese zwei anderen Bereiche, die etwas weniger offensichtlich diskutiert werden. Das eine ist das Artensterben. Und das Artensterben läuft schon lange, wird durch den Klimawandel beschleunigt, aber es ist eben nicht nur der Klimawandel. Dieser dritte Faktor, auch der ist einer, der häufig übersehen wird, das sind die sehr hohen Stickstofffrachten und Phosphatfrachten in unserer Umwelt. Seitdem wir mit Kunstdünger die ganze Welt letztendlich versorgen, mit den hohen Stickstofffrachten, seit etwas mehr als 100 Jahren, leiden die biologischen Systeme unter zu viel Nährstoffen. Und dieses System, das ist jetzt 6 Jahre später, ist das ein bisschen neu analysiert worden. Und letztendlich hat sich daran nicht viel geändert. Es ist in allen Faktoren, wird es noch mal gravierender. Und was jetzt aber dazu kommt, neben Stickstoff, der Phosphatüberschuss hat sich manifestiert. Auch der ist längst über die planetaren Leitplanken hinüber. Und was jetzt dazu kommt, ist der Landnutzungswandel. Die Landflächen, die Wasserflächen, die wir verbrauchen, die wir nutzen, allein dieser Landnutzungswandel hat einen größeren Einfluss zurzeit als der Klimawandel. Das ist uns nicht immer bewusst, aber wir werden gleich noch das ein oder andere Beispiel sehen. Also wir haben heute neben dem Klimawandel den Landnutzungswandel und diese biogeochemischen Flüsse, die sich gegenseitig verstärken, beeinflussen und die biologische Vielfalt nachträglich und nachhaltig beeinflussen, negativ beeinflussen und alle Biodiversitätsverluste noch einmal potenzieren. Warum ist das so wichtig? Und das ist insbesondere auch der Landnutzungswandel. Den Fußabdruck, den wir als globale Bevölkerung auf der Erde ausmachen, der lässt sich runterbrechen auf die verschiedensten Länder auf dieser Erde. Und das ist in dieser Abbildung mal gezeigt, das ist noch eine Abbildung von, ich glaube, 2003 oder 2004. Die Aktualisierung von 2019 kann man aber ziemlich gut darüber legen. Und was Sie da sehen, das ist diese untere Linie hier, die Ihnen anzeigt, welche Länder unter einer vermeintlich verträglichen Kapazitätsgrenze liegen, dass die Nutzung eines Menschen bei knapp unter 2 Hektar Fläche liegt. Und da ist keiner mehr drunter, außer die Mehrzahl der afrikanischen Länder. Das heißt, alle anderen, die da drüber liegen, die werden sich sehr schwer tun, unter diesen ökologischen Fußabdruck zu kommen. Und diejenigen, die noch darunter sind oder knapp darunter waren, die würden vielleicht die Bürde tragen, ja, wenn das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung nicht wäre. Da gibt es ähnliche, nicht nur Prognosen, Trends, die nicht umkehrbar sind. Die laufen so ab. Und die Weltbevölkerung, ich habe gestern noch mal nachgeschaut, wir sind jetzt kurz vor 8 Milliarden. Das kann man praktisch mit dem Live-Ticker sich anschauen. Und die Prognosen, egal welche Modelle man sieht, zeigen,
dass es insbesondere für Afrika einen unbegrenzt oder nahezu ungebremsten Wachstumstrend gibt. Und wenn Sie sich diese Abbildung nochmal anschauen, das waren die afrikanischen Länder, die noch unter diesem ökologischen Fußabdruck von 2 Hektar liegen. Auch die werden alle diesen ökologischen Fußabdruck in der Fläche übersteigen. Es gibt keine andere Alternative, diese Prognose noch zu interpretieren. Und damit kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Faktor. Das ist nämlich der Landnutzungswandel bzw. der Druck auf die Landschaft, der ganz massiv und dauerhaft wirken wird. Dieser Landnutzungswandel zusammen jetzt mit dem Artenverlust kann so ausgeführt werden und geschätzt werden, dass wir bei 50% Artenverlust, das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, das ist praktisch das obere Ende der Schätzwerte für das 21. Jahrhundert, dass das gleichzeitig zu einem massiven Biomasseverlust, Produktionsverlust in den Ökosystemen führen wird. Durchschnittlich 13%. Das ist jetzt global. Aber man kann das auch runterbrechen auf Landschaften, Räume, die einen Lebensraumverlust von etwas von 90% oder mehr erleiden. Für die trifft das genauso zu. Und wir werden darauf noch kommen. Diese Zahlen zeigen, dass diese Effekte, die dort laufen, global, aber dann auch in regionalen Landschaftsräumen genauso dramatisch ablaufen werden. Die direkten Triebfedern des Artenverlustes, insbesondere bei Pflanzen, sind dann eben vor allen Dingen zunächst mal die veränderte Land, bei Pflanzen jetzt weniger das Meer, aber es ist die veränderte Landnutzung. Dann kommt natürlich die Ausbeutung dazu, also eine indirekte Konkurrenz für die Vegetation. Und dann kommt erst der Klimawandel. Und wie sieht das jetzt in Deutschland aus? Also wir haben über 50% Artenverlust gesprochen, so als kritische Größe in der Landschaft. Wenn Sie sich die Gefährdungszahlen anschauen für die verschiedenen Organismengruppen in Deutschland, Pflanzen, Bienen, Vögel, Schmetterlinge, dann liegen die alle in dieser Größenordnung. Also wir liegen bei den gefährdeten Arten bei 50%, 60% bis hin zu 80%. Das heißt noch nicht, dass sie ausgestorben sind, aber alle sind gefährdet und damit haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, immer wieder regional auszusterben, sodass wir regional 50% Artenverlust durchaus immer wieder erreichen werden. Das sind jetzt hier Daten, die wir zusammengetragen haben, zusammen mit Jale Zusun als Politologin, in 5 Flächenbundesländern der BRD. Alle mit Artenschutz-Volksbegehren. Alle Länder, alle Bundesländer haben versucht, Aktionspläne aufzusetzen, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und jetzt habe ich Ihnen noch einen Film mitgebracht. Den hat dankenswerterweise der Herr Henschel vom Regionalforstamt Soest-Sauerland zur Verfügung gestellt. Ich lasse den einfach mal laufen, weil Luftaufnahmen zeigen eigentlich die Dimension immer ganz eindrücklich, wie Pflanzen in der Landschaft leiden. Ich habe leider keine Flugaufnahmen von den Kiefernwäldern direkt vor unserer Haustür in Heidelberg. Die sehen dann nicht viel anders aus. Und was Sie sehen, sind Tausende von Hektar. Hier ist es das Sauerland mit abgestorbenen Fichten. Und da hat man immer noch vor einiger Zeit gesagt, ja, das sind monotone Fichtenforste. Aber es erwischt momentan eben auch die Buchenwälder. Und das ist eine sehr schnell laufende Kette von schlimmen Abhängigkeiten. Auf der einen Seite homogene Forste, Trockenheit, hohe Temperaturen und schlussendlich hoher Borkenkäferbefall. Da steckt also alles drin von biologischen Systemen, die zusammenfallen, Klimawandel und letztendlich auch über viele Jahrzehnte degradierte Ökosysteme, zum Beispiel in Bezug auf zerstörte Böden. Und alle diese Ökosysteme sind vor einem sehr ungewissen Neustart.
So, was haben jetzt Pflanzen eigentlich für Strategien? Was können die machen, um irgendwie diesem Wandel etwas entgegenzusetzen? Und da kann man natürlich jetzt zunächst mal in die evolutionäre Kiste greifen und fragen, was ist so generell die Strategie einer Pflanze? Eine mögliche Reaktion auf Umweltwandel ist das, was wir phänotypische Plastizität nennen. Die meisten Organismen sind in der Lage, auf unterschiedliche Umweltreize unterschiedlich zu reagieren. Pflanzen wachsen schneller, wachsen langsamer, kriegen härtere Blätter, weichere, sind mehr Trockenstress angepasst, je nachdem, wie das Jahr zum Beispiel verläuft. Und diese phänotypische Plastizität kann einzelnen Individuen innewohnen, also die Interaktion von Genotyp mit der Umwelt. Ein Beispiel ist das Blühverhalten und damit der Ausweich in ökologische Mikronischen. Und Sie kennen das vielleicht mit dem Blühkalender oder dem Beginn der Apfelbaumblüte. Die hat sich massiv in den letzten Jahren verschoben und die Pflanzen blühen immer früher, ohne dass sich die Genetik gegebenenfalls groß geändert hat. Es liegt in dem intrinsischen System einer Pflanze, dass sie eher blühen kann, wenn es eben wärmer ist. Das sind natürlich direkte Auswirkungen des Klimawandels. Da geht es um zum Beispiel das Messen von Temperaturen. Pflanzen können Temperatur und Licht messen. Die wissen, wie hell es ist. Die wissen, entschuldigen bitte jetzt die Begriffe, aber Reize perzipieren hört sich jetzt ein bisschen gestelzt an. Also wir bleiben mal, sie wissen, wie warm es ist, wie kalt es ist, wie hell es ist. Aber was erstaunlich ist, sie können die Lichtsummen und Temperatursummen messen. Wie auch immer sie das machen, da würde ich jetzt nicht so drauf eingehen wollen aufgrund der Zeit. Und jetzt komme ich zu einem Beispiel aus unserer Forschung. Wir arbeiten mit der Pfingstnelke, eine Art der Felsköpfe und Felsfluren in ganz Europa, hochgradig gefährdet. Die Art kommt auf verschiedenen Ausgangsgesteinen vor, hier in Blau in der Mitte, auf der linken Seite Kalk, das andere sind Silikatareale. Wir haben ein sehr großes Programm, um diese Art zu erhalten. Das ist eine europäische, sogenannte auch wieder Flagship-Species, der man zubilligt, dass sie besonders schützenswert ist. Also wir haben viele Pflanzen in Kultur und haben über viele Jahre eben auch Erhaltungskulturen angelegt, um diese zurück an die Wildstandorte zu bringen. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, einfach, weil wir auch Saatgut produziert haben, aufzuschreiben, wann die Pflanzen wie blühen, wie viel die blühen, wie viel Samen die machen, weil wir die Samen hinterher sammeln wollten und zurück an den Naturstandort bringen wollten. Und dabei kam dann raus, dass die Pflanzen sehr unterschiedlich in den verschiedenen Jahren blühen. Also die Blühintensität, das ist jetzt hier mal so dargestellt mit den schwarzen Balken, wo die meisten Pflanzen mit den meisten Individuen blühen, ist mit den schwarzen Balken dargestellt. Und Sie sehen, dass da 2 bis 3 Wochen zwischen den verschiedenen Jahren liegen. Da habe ich geguckt, na, woran kann das vielleicht liegen? War es hell, war es dunkel, war es der Dünger? Die einzige Variable, die bleibt, um das zu erklären, ist die Temperatursumme. Wenn man nämlich jetzt aufschreibt, wie die Tagesmitteltemperatur war für alle Jahre, das aufaddiert und dann schaut, wo haben die eigentlich gestartet imaginär, dann kommt man auf eine Temperatursumme von ungefähr 865 Grad, also jeden Tag die Tagestemperaturmittelsumme aufaddieren. Das ist für alle dann so ungefähr der 6. Februar, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist so in etwa in unseren Kulturen, wo die Nelken ihre Blüten alle angelegt haben und ab da können die eigentlich blühen. Und dann messen die die Temperatursumme und dann fangen die auch frühzeitig an zu blühen, wenn die in etwa ihre 865 Grad Temperatursumme erreicht haben. So weit, so gut. Das heißt, wenn das Jahr wärmer ist, ab diesem Spätwinter dann entsprechend, blühen die einfach eher. Das Fatale ist jetzt aber, das ist jetzt hier mal so in dieser Grafik dargestellt mit der Fitnesslandschaft, je früher die Pflanzen blühen, desto weniger Blüten machen die Pflanzen und desto weniger Saatgut produzieren die. Das heißt, deren Fitness nimmt immer mehr ab.
Das heißt, die reagieren zwar, und das wäre jetzt eher so eine pessimistische Nachricht, die reagieren zwar und vielleicht auch positiv, dass sie eher blühen, aber letztendlich reduzieren die damit ihre eigene Fitness. Und das wird noch viel gravierender, die blühen eher und dann sind die Bestäuber gegebenenfalls gar nicht da, weil die erst noch aus dem Mittelmeerraum als Falter zum Beispiel einwandern. Also eine Strategie, phänotypische Plastizität, mit denen Pflanzen arbeiten können, aber die muss final nicht immer erfolgreich sein. Eine weitere ist Vermeidung, Wandern, Strategie wechseln. Jetzt haben Pflanzen das Problem, aktives Wandern wie Tiere ist schwierig. Sie können aber natürlich wandern, zum Beispiel über Samen. Das Wandern ist dann aber eben langsamer. Und hier auch das Beispiel von unseren Pfingstnelken. Theoretisch könnten die wandern. So eine schöne, heiße Südwand wird vielleicht beim Klimawandel zu warm. Also müssten sie nach Westen oder Osten ausweichen. Das geht aber nicht, weil dieser Raum schon besetzt ist. Da können sie nicht mehr hinwandern, weil an den Stellen eben in der Landschaft, in diesen Habitaten, kein Freiraum mehr da ist. Dann fehlen die Bestäuber, weil wir zu früh im Jahr sind. Und dazu kommt noch, je früher ich im Jahr blühe, desto höher ist die Gefahr für Spätfrost. Und dann gibt es gar keinen Reproduktionserfolg. Also wir haben hier eine Kombination von Klimawandel, Habitatmangel und dann den entsprechenden Biodiversitätsverlust, den direkten, der hier zusammenwirkt. Und jetzt skaliere ich wieder hoch. Das ist eben nicht nur das Problem der Pfingstnelke auf der Schwäbischen Alb oder im Sauerland oder in Großbritannien. Das ist das Problem aller Vegetationseinheiten auf dieser Erde, die wandern müssen, weil sich Klima verändert. Und da gibt es ganz gute Zahlen, die das approximieren und berechnen, dass ungefähr nur 8% der global geschützten Flächen eine restliche Verweilzeit von mehr als 100 Jahren in den Arealen haben werden, wo sie jetzt sind. Das Klima wird sich schneller ändern, als viele Vegetationstypen überhaupt in der Lage sind, aus ihrer Biologie heraus wandern zu können. Ich habe vor einigen Tagen Zahlen gesehen aus den zentralasiatischen, westasiatischen Wüstengebieten. Die sind in den letzten 30 Jahren um 100 Kilometer nach Norden gewandert. Die klimatischen Grenzen, nicht die entsprechende Vegetation. Und Sie können sich vorstellen, bei so einem raschen Fortschreiten des Klimawandels kommt die Vegetation nicht hinterher. Diese Wanderungsgeschwindigkeiten haben sie nicht. Dann bleibt nur Aussterben. Ansonsten können Pflanzen natürlich weitere Strategien wechseln. Sie können das Befruchtungssystem wechseln. Es gibt viele Arten, von denen man weiß, dass wenn die Bestäuber fehlen, wechseln die auf Selbstbefruchtung. Oder haben ihre Blüten, das gibt es im hochalpinen Raum, im Himalaya zum Beispiel, die Blüten erfrieren nicht, die bleiben dann einfach für ein weiteres Jahr unter dem Schnee geschützt. Stressbedingte Samenproduktion, auch das sehen Sie, diese Mastjahre von Eicheln, von Buchen und Eichen zum Beispiel. Sie können über den Boden Samenspeicher sehr stark integrieren. Also viele Pflanzen produzieren Samen, die nicht nur sofort keimen, sondern die in den Boden fallen und im Boden ein genetisches Reservoir bilden, mit dem man abpuffern kann. Pflanzen können auch ihre Ressourcen verschieben. Man muss nicht jedes Jahr blühen, man kann auch die Energie in die vegetative Biomasse geben und dann konkurrenzstärker wachsen auf Kosten der Reproduktion. All das sind Strategien, die wirken in dem jetzigen Gefüge. In der Regel funktionieren diese Strategien aber nur dann erfolgreich, in einem funktionierenden Gefüge des gesamten Lebensraums. Sie funktionieren nicht mehr gut, wenn die Ökosysteme, wenn die Lebensräume, in denen die Pflanzen als Gemeinschaft wachsen, wenn die sich komplett ändern und alle Arten ähnlichen Problemen ausgesetzt sind. Genetische Verschiebungen und mikroevolutionäre Anpassung,
Auch das gibt es natürlich, also nicht nur die phänotypische Plastizität, nicht nur das Vermeiden und Wandern, natürlich können sich Populationen genetisch anpassen. Und hier habe ich auch geschrieben, einschließlich epigenetischer Effekte. Epigenetische Effekte, Signaturen auf der DNA, die reversibel sind, die aber vererbbar sind. Also es gibt die Möglichkeit, dass Umweltveränderungen auf der DNA-Ebene praktisch gespeichert werden. Sie können vererbt werden, haben damit einen direkten Effekt, können dann aber wieder aufgelöst werden und verschwinden als Signaturen. Das bedeutet aber, dass man Genfluss zwischen und innerhalb von Populationen hat. Dafür muss es genügend Individuen geben im Raum, die die genetische Diversität erhalten können und auch austauschen. Und auch da jetzt einige Beispiele aus der heimischen Flora. In dem Augenblick vermischen immer mal wieder auch Artgrenzen. Und ich habe jetzt einige wenige Beispiele mal mitgebracht, die auf der einen Seite spannend, ein bisschen skurril, auf jeden Fall zum Nachdenken anregen. Auf der linken Seite sehen Sie ganz links eine Seerose, das ist die weiße Seerose. Und die etwas kleinere, das ist die glänzende Seerose. Die weiße Seerose werden Sie vielleicht kennen. Die steckt unter anderem drin in den vielen Kultivaren, die wir aus Nordamerika zurückbekommen, die überall in unseren Seen und Teichen als Kulturform wachsen. Und diese weiße Seerose ist in Bundesländern wie Hessen zum Beispiel stark gefährdet und auch geschützt, in Baden-Württemberg noch nicht. Die glänzende Seerose, diese kleine, das ist eine hochgefährdete Art, die noch in Baden-Württemberg an ganz wenigen Standorten vorkommt und im Grunde genommen ein Relikt der Nacheiszeit ist. Kalte, entsprechende Teiche, Seen. Und was passiert da momentan? In Hessen ist die weiße Seerose stark gefährdet durch die Kulturseerosen, die überall in der Landschaft sind, weil die miteinander hybridisieren. Und die weiße Seerose verschwindet so langsam, weil ihr Genpool von den Kulturseerosen eingefangen wird. Und in Baden-Württemberg passiert das gerade, dass die weiße Teichrose, oder die weiße Seerose, Entschuldigung, die glänzende Seerose einholt und hybridisiert. Und die Arten verschwinden und es wird ein vielleicht neuer Genpool. Damit verschwinden Arten und gehen in einem Genpool auf. Von den Beispielen gibt es eine ganze Reihe. Da gibt es die kleine Teichrose, wo das stattfindet. Das gibt es für die gewöhnliche Akelei. Auf der linken Seite hier diese dunkelblaue links unten und auf der anderen Seite rechts dieser Aquilegia cerulea, die kennen Sie vielleicht als Gartenform, da auch da die verschiedenen Arten in den Kreuzungen drinstecken, hybridisieren die relativ gut miteinander. Damit gehen Arten, pflanzliche Vielfalt verloren. Die Beispiele sind wenig bekannt. Bekannter ist der Eisbär. Der Eisbär, als ein Beispiel jetzt aus der Tierwelt, aber einfach, weil ich hinterher auf eine Pflanze dann wieder zurückkomme, der Eisbär stirbt schon seit vielen Jahrhunderttausenden aus. Das ist etwas überspitzt formuliert, aber die Population der Eisbären, das kann man aus den genetischen Signaturen, den Sequenzieren von Genomen ableiten. Und die verschiedenen Kurven sind jetzt verschiedene Bärenarten auf insbesondere nordamerikanischen Kontinent. Da sind alle Populationen rückläufig und der Eisbär natürlich insbesondere. Und Sie wissen vielleicht auch, dass der Eisbär immer mal wieder Kontakt zu Braunbären hatte. Und durch das weitere erzwungene Wandern der Eisbären nach Süden, auf den Meer aufs Festland, kommt er weiter in Kontakt mit Braunbärartigen. Und der Anteil der Hybridisierung nimmt zu. Also man könnte überspitzt formulieren, dass vielleicht Teile des Genpools des Eisbären, nachdem er mit Braunbären schon vor vielen hunderttausend Jahren schon mal in genetischem Kontakt waren, sich vielleicht in andere Bären wieder rettet. Ob das jetzt bedeutet, dass wir in 2 Millionen Jahren, wenn es da noch Eiszeiten gibt, wieder Eisbären bekommen, sicherlich nicht. Es soll Ihnen aber zeigen, dass wenn wir Arten abstrahieren, dass wir dann mit Genpools
zu tun haben. Und das ist eigentlich eine Argumentation, die Sie bei den wildlebenden Pflanzen und Tieren nicht begegnen. Aber diese Argumentation, deswegen ist mir das wichtig, werden Sie bei den Kulturpflanzen, dort werden Sie dieser Argumentation immer wieder begegnen, weil unsere Kulturpflanzen natürlich noch viel weniger an den Klimawandel angepasst sind. Da wird es darauf ankommen, neue Kulturpflanzen zu züchten, zu generieren. Und dann sind wir auf die Genpools angewiesen, die mehr sind als die Summe der Einzelkulturpflanzen. Ja, eine andere Möglichkeit, wie Pflanzen reagieren, ist natürlich, es entstehen neue. Also das Thema Evolution und Entstehung neuer Vielfalt. Und hier hatte Karin schon auf die Löffelkräuter hingewiesen. Das ist tatsächlich eine von unseren besonderen Steckenpflanzen. Die sind nämlich so ähnlich wie die Eisbären. Eine ganz ähnliche Geschichte. Das ist eine Eiszeitgeschichte von Arten, die irgendwann mal aus dem westlichen Mediterran dort entstanden sind. Dann sind sie in die Arktis, in die Kaltgebiete gewandert und sind da irgendwie stecken geblieben und kommen aus diesen kalt geprägten Habitaten, Standorten, sie kommen da einfach nicht mehr wieder raus. Ein Großteil ist stark gefährdet und sie können sich nicht wirklich adaptieren an neue Standorte. Entschuldigung, mit einer Ausnahme. Es gibt eine Art, die schafft, hat das geschafft. Die ist nicht gefährdet. Das ist das dänische Löffelkraut. Das wird kaum jemand von Ihnen kennen, aber wer nach wie vor vielleicht ein bisschen Zeit hat, im Stau auf einer Autobahn, insbesondere in Westfalen, auf den Mittelstreifen zu schauen, vielleicht im März oder April, wird weiße kleine Blütenteppiche finden. Da wächst dann als Ersatzstandort, als einer der Ersatzstandorte, Cochlearia danica, das dänische Löffelkraut. Das sind trocken, heiße, salzbelastete Standorte. Warum erträgt sie das? Ja, weil sie einjährig geworden ist. Die entgeht dem Ganzen, indem sie schnell blüht, fruchtet und ihre Samen in den Boden bringt, bevor es zu heiß, zu trocken und der Standort noch weiter gestört wird. Also ein kompletter Wechsel der gesamten, das nennt man Life History, also des gesamten Lebenszyklus. Und jetzt ein bisschen vielleicht Unerwartetes, vielleicht ist das auch ein bisschen, was Hoffnung gibt, somatische Mutationen. Und zwar ein Individuum selber akkumuliert Mutationen in bestimmten Bereichen seines Korpus und diese Mutationen sorgen dafür, dass die Art anpassungsfähiger ist. Dafür muss ein Organismus sehr alt werden. Und das hat man zeigen können für Eichen. Für alte Eichen, hunderte von Jahren alt, konnte man zeigen, dass sie entsprechende Anpassungen an Trockenstress, an Wärme zeigen. Und diese Eigenschaften sind genetisch fixiert, aber nur in Teilen der Pflanze. Durch das vegetative Wachstum, es entstehen neue Zellen, entstehen Mutationen in den Zellen und erstaunlicherweise scheint es einige Arten zu geben, da gehören zum Beispiel die Eichen dazu, die so eine genetische Anpassung an extremere Umweltbedingungen erreichen. Und von denen gibt es auch einige in Deutschland. Ich habe hier mal das Beispiel von den Ivenacker Eichen in Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht, wo man auch an einem Baum verschiedene Blatttypen findet, trockenstressangepasste und einige, die etwas weniger angepasst sind. Naja, warum ist das so ein bisschen für relevant? Also es ist schon für Relevanz für unsere Diskussion um den Wald. Wie sieht der Wald in einigen hundert Jahren aus? Das lässt vielleicht hoffen, dass je langlebiger die Bäume sind, dass wir momentan vielleicht ein zu pessimistisches Verständnis haben, wie sich zum Beispiel Wälder selbst wieder in unserer Landschaft nicht in 10 Jahren, nicht in 50, aber vielleicht in 100, 200, 300 Jahren entwickeln können. In unserer Landschaft gibt es ähnliche Habitate. Leider sind die Eichen da nicht ganz so widerstandsfähig. Diejenigen, die in Heidelberg etwas mehr unterwegs sind, kennen sicherlich dieses Bild vom Halas, von den Eichen, die dort auf den Felsen sehr, sehr trocken, sehr heiß stehen.
Das sind alte Traubeneichenwälder, das ist eine Kulturlandschaft. Das sind eigentlich Relikte der alten Gerbereien. Die Eichen dort haben auch sehr gelitten, leiden jetzt immer noch. Aber auch da kann man gegebenenfalls optimistisch sein, dass das genau diese Eichen sind, dass das solche Bäume sind, die dafür sorgen werden, dass wir erfolgreich gegebenenfalls neue Wälder wieder aufbauen können. Die Vegetation, wir haben jetzt über die Pflanzenarten gesprochen, natürlich verändert sich auch die gesamte Vegetation. Pflanzen stehen nie alleine in ihrer Umwelt, sie sind mit vielen anderen Pflanzen vergesellschaftet. Da können sich natürlich Artenspektren verschieben, die Verschiebung der zeitlich-räumlichen Dimensionen und damit auch die Veränderung der ökosystemaren Funktionen, habe ich sie jetzt hier mal genannt. Und da ein ganz kurzer Exkurs, weil der mir durchaus wichtig ist, da geht es um die Landwirtschaft. Weil die Landwirtschaft eigentlich einen sehr, sehr großen Teil unserer Fläche einnimmt, nämlich genau dieselbe Fläche, von der wir vorhin gesagt haben, dass der Flächenverlust, der Flächennutzungswandel ein gravierender Treiber ist für unseren Biodiversitätsverlust. Da kommen wir um die Betrachtung der Landwirtschaft nicht drum herum. Das heißt, da sind wir in einem Transformationsprozess und Sie kennen die Zahlen vielleicht, 20% Ökolandbau auf Bundesebene bis 2030, 30-40% Ökolandbau gegebenenfalls in Baden-Württemberg bis 2030, gleichzeitig 34% Zielvorstellung Konsumentenumsatz bundesweit in Bezug auf ökologisch angebaute Produkte. Also ein Transformationsprozess, der immense Herausforderungen in sich birgt, der aber auch die Chancen hat, dass wir mit neuen Sorten, Kulturarten in die Landschaft gehen. Das braucht neue Kulturpraktiken. Wir haben Schwerpunktveränderungen, dass wir neben dem Ertrag die biologische Vielfalt brauchen, um resilientere Systeme zu haben. Das wiederum hilft der biologischen Vielfalt in den Agrarökosystemen, die viel Platz einnehmen, eben ihre Population weiter zu erhalten und aufzubauen. Humusaufbau und weitere Reduzierung mineralischer Düngung zum Beispiel. Ertragsrückgang, das hört momentan keiner gerne, denken Sie an den Weizen. Aber die Frage ist, wie wir mit Erträgen umgehen, auch auf Kosten von biologischer Vielfalt, in Bezug auf einen anderen Prozess, nämlich zugunsten höherer Ertragssicherheit, also Risikominimierung. Kann man gegebenenfalls mit resilienteren Systemen, Anbausystemen unter Kosten eines Ertragsrückgangs aber eine höhere mittlere Ertragssicherheit haben? Und das ist in diesen Tagen, glaube ich, ein ganz besonderes Thema. Es geht momentan gar nicht um die maximalen Ernten, sondern es geht um ein resilientes System, um eine Ertragssicherheit zu garantieren. Dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und dann nochmal das Beispiel, warum das so wichtig ist. Habitat, also Habitatverlust und Degradation und die Anzahl der Arten, die betroffen sind, es sind vor allen Dingen die Food Systems, also die Systeme, wie wir Nahrungsmittel produzieren, die einen gravierenden Einfluss haben auf die biologische Vielfalt und das weltweit. Die biologische Vielfalt zu schützen, bedeutet dann also notwendigerweise einen sehr, sehr schnellen Wandel, Transformationsprozess in den agrarischen Ökosystemen. Das ergibt sich vor allen Dingen aus dem Flächenbedarf und aus der Komplexität unserer Agrarlandschaften, die lange Zeit hochdiverse Kulturlandschaften sind. Es sind immer noch Kulturlandschaften, aber eben nicht mehr hochdivers. Und das linke Bild hier ist so ein typisches Bild aus Norddeutschland für eine Energielandschaft. Maisäcker, egal ob jetzt ökologisch bewirtschaftet oder nicht, Windräder, vielleicht noch Photovoltaik, da ist nicht mehr viel Raum für biologische Vielfalt mit dem Konzept konkret zu Ende gedacht. Und da braucht es neue Ansätze, um dort einen Ausgleich zu schaffen in Bezug auf diese Flächennutzungsproblematiken.
Vielleicht braucht man dafür Zwischenwege, und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht aus einem eigenen Forschungsprojekt, wo wir versuchen herauszufinden, wie der Einfluss auf intermediäre Formen des Wirtschaftens in der Landschaft ist. Und was Sie sehen hier auf der Karte, die vielen grünen Punkte, das sind kooperierende Landwirte, die ökologisch wirtschaften. Und auf all den Flächen erheben wir Ertragsdaten, erheben wir soziologische Daten, politische Daten, wie sich die Landwirte unterstützt fühlen. Wir erfassen aber auch die biologischen Kennzahlen der biologischen pflanzlichen Vielfalt. Und eine Gruppe, die wir mit dabei haben, das sind hier Landwirte, die nur temporär auf den Einsatz von Spritzmitteln und zum Teil Dünger verzichten. Nicht die ganze Kulturzeit für alle Kulturen, sondern vor allen Dingen für die Kultur des Getreides. Verzichten die zum Beispiel auf Spritzmittel und arbeiten damit nicht konform mit den Öko-Labels, natürlich nicht, sind aber in so einem Zwischenbereich. Die biologische Vielfalt auf diesen Feldern, und das ist jetzt interessant, liegt tatsächlich auch dazwischen. Sie ist deutlich höher als im konventionellen Landbau, ist aber eben auch unter dem Ökolandbau. Es ist eine regionale Vermarktungskette und das mag eine Möglichkeit sein, in diesen Transformationsprozess überhaupt einzusteigen. Die Ziele, die man erreichen will, brauchen wahrscheinlich jetzt zum Beispiel in der Landwirtschaft auch eine hohe Akzeptanz von solchen Hybridsystemen, weil wenn Sie sich jetzt hier Baden-Württemberg mal anschauen mit den Karten, da habe ich mal versucht auszuwerten, der Anteil der Farmen, also der einzelnen Betriebe in Prozent, die schon ökologisch wirtschaften, oder hier der Anteil in Fläche der Landschaft, die ökologisch bewirtschaftet wird. Da sehen Sie in Baden-Württemberg zum Beispiel, das ist sehr, sehr ungleich. Das heißt, es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass ein Prozess überall gleich abläuft und gleich die verschiedenen Faktoren greifen. Also es braucht Transformationsprozesse, die auch auf die Verschiedenheit in der Landschaft eingehen. Und Florenveränderungen und Schutz von Landschaft, und jetzt bin ich bei so einem Beispiel in Heidelberg, läuft, und da spielt Klimawandel eine große Rolle, Landnutzungswandel und dann eben auch Degeneration von Böden, die Veränderung der Nährstoffgehalte, der terrestrischen, aber auch der aquatischen Ökosysteme. Das sind die vielen invasiven Arten, die still und leise, mehr oder weniger still und leise, in die Landschaft einwandern. Und das sind jetzt hier Beispiele aus Heidelberg. Ist das jetzt Stadtnatur? Das ist schön grün, das ist bunt, das ist wilder Wein, Essigbaum, Staudenknöterich, kanadische große Goldrute. Wenn man das sich anschaut, auch mit der Anzahl der Arten in der Landschaft und die Flächen, die sie einnehmen. Sie kennen vielleicht diese Ochsenkopffläche, eine der Flächen in Heidelberg, die für Naturerholung gegebenenfalls stehen. 2 Hektar, eine Art von ehemaliger Industriebrache, die 4 Hektar mit einem relativ hohen Pflanzenbestand, 236 Arten, keine gefährdeten Arten, 2-3% invasive Arten und Neophyten, die auf diesen Flächen vorkommen. Hier Beispiele für Robinie und Staudenknöterich. So sieht das Neckartal in weiten Teilen aus, ausschließlich Neophyten. Kaum darüber hinausgehende biologische Vielfalt. Und wie sieht das in der Landschaft am Neckar aus? Wenn wir dort die Fließstrecke der Uferflächen uns anschauen, das sind jetzt hier kartierte Fließstrecke von ungefähr 11 Kilometern. Und wenn wir dann auf die begrünte, also den grünen Teil dieser Fließstrecke uns das anschauen, das alles, was dort in Rot gezeichnet ist, Rot ist vor allen Dingen der Staudenknöterich, was gelb ist, das fällt ein bisschen leuchtender, Robinie, Solidago, Paternocissus, also alles invasive Arten, dann kommen wir auf Zahlen, dass mehr als 33%, das ist jetzt 2019, jetzt sind wieder 3 Jahre vergangen, jetzt ist es noch mehr,
Die Vegetation an den Rändern des Neckars, das gilt aber für viele Flüsse Mitteleuropas, durch Neophyten komplett besiedelt ist. Und da gibt es dann kaum noch andere Arten. Von der Fläche her sind das allein in Heidelberg entlang des Neckars mehr als 2 Hektar Fläche, die wir im ökosystemalen Gefüge an der Stelle an Neophyten verloren haben oder Raum für andere Arten, ehemals heimische Arten, verloren gegangen ist. Florenveränderung, und das wäre jetzt eines der letzten Beispiele, geht häufig auch schleichend. Und das ist so das Problem, unsere Perspektive, wie sich Vegetation ändert, ist zu langsam, als dass wir sie wirklich bewusst wahrnehmen. Verlust der feuchten Hang- und Quellhabitate entlang des ganzen Odenwaldes. Auch Heidelberg ist da ein gutes Beispiel. Hier mal 2 Bilder von einem Farn mitgebracht im Mühltal. Und wenn man sich das anschaut und einige Beispiele nimmt, das sind jetzt diese roten Punkte, an einem Standort kommen heute noch 135 Arten vor, das ist viel. An einem anderen 170 Arten, wenige sind gefährdet, also das meiste sind mittlerweile Allerweltsarten. Es ist aber so, wenn man das auswertet mit alten Daten, dann stellt man fest, dass wir über einen Zeitraum von ungefähr 80 Jahren mehr als 1/3, zum Teil bis 50% aller ursprünglich typischen Arten verloren haben und sie sind ausgetauscht durch andere Arten. Also eigentlich einen kompletten Florenwechsel. Es sind eigentlich alle Arten verschwunden, die feuchte und nasse Habitate anzeigen. Es sind weitestgehend die Arten ausgestorben, die Nährstoffarmut anzeigen. Und wir haben eben einen Austausch der Vegetation in vielen Bereichen unserer Landschaft. Bärlappgewächse, das sind so alte farnartige, sind komplett verschwunden in den letzten 20 Jahren aus unserer Flora. Das sind typische, jetzt wirkliche Klimaopfer, die kommen mit hohen Temperaturen und der Trockenheit nicht mehr zurecht. Ja, Abschlussbemerkungen und Fazit. Hier Bilder eben von Heidelberger Habitaten mit einem Farn, einigen Standorten, diese weißlichen Flecken, das ist das Wollgras. Wenn man jetzt diese Pflanzen nimmt und sich anschaut, wo eigentlich noch mehr vorkommen, dann müssen Sie in den Botanischen Garten gehen. Wir haben das Hochmoor als Dokumentationsfläche, Habitat aufgebaut. Das funktioniert ganz hervorragend. Wir haben eine ganz tolle Kulturführung und wir haben vermutlich mehr Wollgräser in unserer Mooranlage als in ganz Heidelberg. Wir haben auch mehr von diesen hochgradig gefährdeten Farnen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, den gibt es im ganzen Odenwald, nämlich nur an einem Standort. Und wir haben mehr Farne von denen im Botanischen Garten stehen. Das kann aber natürlich nicht die Lösung sein. Also Pflanzenarten und Vegetation sind, das haben wir jetzt kennengelernt, seit Jahrzehnten eigentlich unter einem extremen Druck, mit hohen Aussterberaten und vor allen Dingen getrieben durch Landnutzung und Landschaftswandel. Gravierende Flächenverluste, Stickstoff- und Phosphateintrag. Und das sind zunächst mal die gravierenden Treiber des Biodiversitätsverlustes bei den Pflanzen. Und jetzt kommt das große Aber. Seit etwa 20 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, aber seit 20 Jahren ganz massiv, potenziert der Klimawandel zusätzlich mit den hohen Trockenheiten, die immer wieder auftauchen, des Wassermangels, den hohen Temperaturen, potenziert die direkten Konsequenzen und Auswirkungen, die wir aus dem Flächenverlust und aus den Stickstoff- und Phosphateinträgen haben. Also Stichwort Flächenverlust, aber auch indirekt dann genauso mit der Landwirtschaft. Und das bedeutet aber auch, dass wir insgesamt können und müssen auf allen Skalen gleichzeitig agieren. Lokal, regional, national und global. Also das Aussterben, das Artensterben und die Auswirkungen auf unsere Umwelt können wir eben nicht im brasilianischen Tieflandsregenwald lösen. Und das unterscheidet das von der CO2- und Klimadiskussion, wo wir sagen, wir machen das nicht in Deutschland, das hat keinen Einfluss. Wir schützen den brasilianischen Tieflandsregenwald.
das reicht als CO2 und wir machen hier so weiter wie bisher. Diese Argumentation passt für das Stoppen des Verlustes der biologischen Vielfalt nicht, weil alles, was an Konsequenzen in der Landschaft läuft, läuft in Brasilien und genauso ungebremst, genau mit denselben Rückkopplungssystemen eben auch in Deutschland. Das heißt, wir müssen hier genauso handeln, genauso agieren wie in Brasilien. Es reicht nicht zu sagen, wir müssen den tropischen Regenwald schützen und wir machen hier auf unseren Flächen weiter. Das hilft uns nichts. Klimawandel, Umweltwandel, Landschaftswandel läuft überall gleich stark ab. Und das wird uns eben auch, so wie wir es jetzt gerade sehen, auch in der Bundesrepublik Deutschland und in Mitteleuropa, lange Zeit eben begleiten. Das heißt, wir können also handelnde Akteure sein und müssen es auch werden. Da ist ein bisschen die Schrift oben verrutscht. Das war dieses Jahr eine Studentenexkursion im Mai 2022, wo wir nach langer Zeit wieder nach Niederösterreich konnten. Ich sage das deshalb, weil da sind wir im Pannonikum. Das ist ein Trockenraum. Und die kommen mit dem Trockenraum im Prinzip in der Landschaft ganz gut zurecht. Und da ist das große Aber, das sind nämlich Landnutzungswandel und Stickstoffproblematik in der Landschaft. Und auch dort sind solche blütenreiche, hochdiversen Inseln in der Landschaft mittlerweile sehr selten geworden. Damit bedanke ich mich, das müsste das letzte Bild sein, und stehe natürlich noch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Herzlichen Dank.